Hi, mein Name ist Nick Schopenhauer, das MX Style ist sicher zum MX Lifestyle und heute wieder mit einer neuen Runde Frag Nick. Und zwar mit den Themen, kann man mit 15 Jahren bereits eine SXF 250 fahren und warum sollte ich Moosgummi kaufen? Also, viel Spaß dabei! Ja, liebe Offroad-Sportfreunde, ihr habt mir wieder einige Fragen gestellt und die möchte ich natürlich hier wieder versuchen, zufriedenstellend zu beantworten. Und die erste Frage kommt nämlich von Motoboss und er hat mich gefragt, meinst du, man könnte mit 15 Jahren eine SXF 250 fahren oder welches Bike würdest du empfehlen? Ja, Leute, das ist natürlich sehr unterschiedlich, ja. Und jetzt muss ich wieder ein bisschen Eigenwerbung machen. Ich habe das Tool extra für euch gemacht, ja, das Bikefinder System. Und da findet ihr euer Bike, was genau zu euch passt. Weil ich kann es hier immer nur wieder sagen, ich weiß nicht im Detail, was eure Bedingungen und Rahmenbedingungen alles sind, Vorlieben und so weiter. Das wisst ihr nur ihr selbst, ja. Also nutzt das Bikefinder System, findet ihr oben in der Infobox, ja, oder auch unten in der Videobeschreibung, nutzt es und ihr wisst, was für ein Bike ihr haben wollt. Ja? That's it, ganz einfach. Aber nichtsdestotrotz möchte ich natürlich gerne auf die Frage noch etwas näher eingehen. Also, wir haben hier 15-jährigen Jungen, nehme ich jetzt einfach mal an, dass es ein Junge ist, ja. gerne auch Mädchen, ja. Sagen wir Bescheid, dann können wir das abchecken. Aber für ein Mädchen mit 15, eine 250er SXF ist schon sportlich. Also Respekt, ja. Aber ansonsten, 15 Jahre, richtiger Bauersjunge, groß gewachsen. Ja, wieso nicht, ja. Und hat die genötige Erfahrung und Know-how. Wieso nicht, kann man machen. Ja, ich kenne auch viele, die das wirklich schon recht frühzeitig gemacht haben. So 15 ist schon ziemlich früh, aber ich kenne schon Fälle, ja, die haben das gemacht, probiert und sind damit schon gefahren. Auch noch jünger, ja, gibt's alles. Aber die fahren dann wirklich schon meistens seit jungen Jahren, ja, 15 ist jung, ja, aber wirklich so wie ich mit 5, 6, 7, 8 Jahren dann irgendwo angefangen und dann kann man das mit 15, wenn man relativ groß ist, also schnell wächst, also in der Pubertät schon einen schönen Wachstumsschub hat, kann man das sicherlich machen. Wieso gehe ich auf den Wachstumsschub so ein? Weil bei mir war es leider nicht so. Ja, ich bin nur 1,70 und auch in meiner Jugendzeit relativer Spätzünder gewesen, wenn man überhaupt noch sagen kann, dass man da großartig gewachsen ist, wenn die Endgröße 1,70 ist, ja. Aber bei mir war es so, ich bin wirklich, ja gut, zwar allgemeine ruhige Phase, weil ich mich mehr auf die Schule konzentriert habe dann, aber mit 15, 16 bin ich dann langsam erstmal auf die 125er gewechselt, ja. Bin sogar mit 14, 15 sogar noch 80er gefahren, glaube ich, mich erinnern zu können, ja. Mit 18 habe ich dann auf jeden Fall erst die 2, oder besser gesagt die 350 Kubik Viertakt dann gehabt, 2004er Modell, ja. Also da war ich dann bereits 18. Zuvor, bevor ich 18 geworden bin, bin ich mit meinem Vater sein Motorrad gefahren damals und das war eine 125er Zweitakt, ja. Und dazu vor halt dann die 80er bis, glaube ich, 14, 15, bis ich 14, 15 Jahre alt war. So war mein Werdegang, muss bei euch nicht sein, wenn ihr größer wächst, ein bisschen, ja, jetzt nicht Masse habt. Ja. Also ich kenne auch viele gute Fahrer, die sind, so wie es sein sollte, noch, ja, richtig drahtig. Und die machen das Ding auch. Also wie ihr seht, das ist individuell, ja. Und ich gehe da auch beim Bikefinder individuell darauf ein. Und ihr müsst bloß für euch dann die einzelnen Fragen beantworten und könnt dann daraus schließen, was für ein Bike zu euch passt. Ja, somit hoffe ich, dass ich die Frage schon mal zufriedenstellend beantworten konnte und kommen wir gleich zur nächsten. Ja, kommen wir auch gleich zur zweiten Frage und zwar von YNH Rider. Ja, und er fragt, also unter, wo ich das, unter dem Video, wo ich Moosgummi und Schlauch
verglichen haben miteinander, ja, was die jeweiligen Vor- und Nachteile sind. Und dann hat er gefragt, warum sollte man sich so einen Schwachsinn kaufen, wenn es nur teuer ist und nur Nachteile hat? Ja, vielleicht ist es in meinem Video wirklich, ich gehe da ja sehr diplomatisch ran, ja, vielleicht ist es in meinem Video wirklich so rübergekommen, dass es nur Nachteile hat. Ja, ich hab echt versucht, das neutral zu sehen. Und selber fahre ich ja auch Moosgummi. Wieso, weshalb, warum? Ja, was meint er? Es ist, Moosgummi ist halt auch teuer. Ja, die kosten so im Schnitt um die 100 Euro irgendwo, ein vernünftiger sogar 120, ein günstiger irgendwo zwischen 80 und 90. Ja, und ist natürlich mit einem Schlauch, wenn man sich einen dicken Schlauch holt, ist man bei 20 Euro Katsching. Ja, da muss man nicht Adam Ries sein, um herauszufinden, was da günstiger ist. Und man kann beim Schlauch zum Beispiel auch individuell seinen Luftdruck einstellen. Beim Moosgummi ist es einfach fix. Ja. Da muss man mit dem leben, was er jetzt in dem Moment hat, wenn er neu ist, wenn er dann ein bisschen gefahren ist, ja, und so weiter. Da muss man damit leben. Und dann ist natürlich auch die Montage gegenüber dem Schlauch auch relativ bescheiden, sagen wir mal so, ja. Es ist relativ anstrengend, ein Moosgummi halt zu montieren gegenüber einem Schlauch, ja, im direkten Vergleich. Da kann ich schon verstehen, dass man dann die Schlüsse zieht, hä, warum soll ich mir das Ding überhaupt holen? Aber darauf bin ich eigentlich in dem Video auch eingegangen, weil man keinen Platten fahren kann. Gerade für wettkampftätige Leute, ja. Du musst dir mal vorstellen, du investierst jede Menge Zeit, damit du deine Rennserie durchfahren kannst, investierst da jede Menge Zeit und Geld vor allem, fährst dann vielleicht zum Rennwochenende komplett, zum Beispiel Deutsche Meisterschaft oder sowas, oder sei es auch mal nur eine Sachsenmeisterschaft Rennen oder so, oder was heißt nur, immerhin, ja, immer, sei einfach mal ein Wettkampf. Du fährst dahin, vielleicht auch weiter weg, investierst die Zeit, das Geld, das Spritgeld dahin zu fahren, hast dein Bike schön fertig gemacht, hast die ganze Woche das Bike vorbereitet. Und fährst dann dieses Rennen und fällst wegen einem Platten aus. Wie schade ist das denn, ja? Also deshalb fahre ich da auch Moosgummi, weil ich hatte auch mal eine Zeit lang, wo ich drei Schläuche hintereinander durchgejagt habe, beim Bremsen, Ventil verschoben, weggerissen. Aber das ist ein anderes Thema, ja? Ich fahre da einfach Moosgummi und bin da auf der sicheren Seite und fahr da auch mit einem ruhigen Gewissen. Das ist halt meine Ansicht. Das ist natürlich für einen Einsteiger oder für einen Anfänger oder für einen Hobbyfahrer, der ab und zu mal nur ein bisschen trainieren fährt, ja, absolut unrelevant ist, ob er da jetzt irgendwie mal wegen einem Platten ausfällt. Ja, dann ist es natürlich klar, kauft euch einen Schlauch, ist ganz einfach, ja. Aber ich persönlich will, auch selbst wenn ich trainieren fahre, will irgendeinen Wochenendausflug machen. Ich habe einfach mal die Zeit gefunden, trainieren zu fahren, ja. Und fahre da vielleicht auch ein, zwei Stunden hin zu der Trainingsstrecke, weil die einfach endgeil ist. Und dann fahre ich drei Runden und falle wegen einem Platten aus. Okay, einen Ersatzschlauch sollte sowieso jeder mit haben. Das habe ich selbst mit, weil ich ein Moosgummi drin habe. Ja, habe ich selbst da noch einen Ersatzschlauch mit. Aber ich meine ja nur, ja, also das ist der ganze Hintergrund, warum man sich ein Moosgummi kaufen sollte. Wenn man einfach beim Wettkampf gerade nicht ausfallen mag. Ja, that's it. Ja, somit hoffe ich natürlich, dass ich wieder diese Fragen zufriedenstellend für euch beantworten konnte. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, wenn ihr kein Video dieser Art mehr verpassen möchtet und kommentiert natürlich fleißig, wenn ihr noch Tipps, Tricks und ja, Empfehlungen für mich habt oder auch total anderer Meinung seid. Ja? Also haut es mir unten in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch natürlich viel Erfolg und sportfrei. Euer Nick.